Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Emmutter Creators. Ihr kennt wahrscheinlich das Problem, gerade wenn ihr mit OBS Videos aufnehmt. OBS generiert sogenannte MKV-Dateien und diese kann man mit zumindest dem normalen QuickTime-Player oder anderen Vorschauprogrammen nicht einfach öffnen, weil dann eine Fehlermeldung kommt. In diesem Video möchte ich ein Programm zeigen, mit dem man diese Dateien nicht nur anschauen kann, sondern sie auch in normale MP4-Dateien verwandeln kann. Und das ganz einfach und kostenfrei. Also, wollen wir keine weitere Zeit verschwenden, los geht's mit dem Intro. Herzlich willkommen zurück. Ich nehme derzeit meine Videos mit OBS auf. Zu OBS kommt in nächster Zeit vielleicht nochmal ein kleiner Kurs, wie man Videos mit OBS aufnimmt. Falls dieser Kurs schon verfügbar ist, seht ihr den hier oben. Allerdings soll es heute nicht weiter um OBS gehen, sondern ich möchte euch mal zeigen, was passiert, wenn ich eine Datei versuche zu öffnen, die aus OBS kommt. Und wenn ich jetzt versuche, diese Datei beispielsweise zu öffnen, das sind die Dateien aus OBS. Und wenn ich diese versuche zu öffnen, kommt hier nur eine Fehlermeldung und ich kann diese Dateien mit meinem normalen Vorschauprogramm nicht öffnen. Wir brauchen dazu ein Programm, welches diese Dateien lesen und konvertieren kann. Und dazu möchte ich heute Handbrake vorstellen. Handbrake ist völlig kostenfrei und ihr könnt das Programm euch über den Link in der Videobeschreibung einfach runterladen und das für macOS und Windows. In diesem Programm könnt ihr hier oben einfach eine Quelle auswählen, also ein Video, welches ihr konvertieren wollt, auswählen. Dazu nehme ich jetzt einfach mal hier diese Begrüßung eben. Hallo, das ist ein Testvideo und wir können sehen, wir haben jetzt hier einige Einstellungsmöglichkeiten. Hier können wir einmal das Format wählen, in das die Datei konvertiert werden soll. Hier wählen wir MP4, weil das gängigste Format ist und das auch wirklich jedes Vorschauprogramm lesen kann. Hier können wir auswählen, unter welchem Namen die Datei gespeichert werden soll, sobald sie fertig konvertiert ist. Hier können wir auswählen, wo die Datei gespeichert werden soll. Ich lege das jetzt einfach mal auf den Schreibtisch. Und hier können wir noch Einstellungen zur Bildgröße machen. Das lassen wir jetzt normalerweise mal so. Wir könnten hier noch 4K, 8K, alles auswählen. Ich lasse das jetzt mal bei 4K. Und hier können wir auch noch weitere Einstellungen machen. Wenn wir das jetzt auf eigene umstellen, können wir hier noch mehr einstellen. Aber das lassen wir mal auf automatisch. Damit kenne ich mich nämlich auch nicht gut genug aus, als dass ich das jetzt selber hier alles einstellen könnte. Hier kann man noch irgendwelche Filter auswählen, lassen wir jetzt auch aus. Weitere Einstellungen zum Video, zum Audio, zu dem Untertitel könnte man hier jetzt noch hinzufügen oder Kapitel auswählen aus dieser Datei. Das sind sehr, sehr viele Optionen, die man hier in diesem Programm hat. Davon braucht man allerdings selten so viele. Ich nutze meistens nur hier diese paar Einstellungsmöglichkeiten und dann gehe ich schon weiter und schaue es mir einmal in der Vorschau an. Dazu klicke ich hier einmal auf Vorschau und gehe auf Live-Vorschau. Dann braucht das ja einen Moment, bis das starten kann. Und nachdem das dann hier kurz gerechnet hat, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Emmutter. Läuft auch schon das Video, aber in der Vorschauqualität. Und um das wirklich konvertieren zu lassen, können wir hier einfach auf Start drücken. Und dann konvertiert das hier. Hier sehen wir in dem App-Icon nochmal die Prozentanzeige. Ich finde es auch schön, dass man hier drunter nochmal sieht, wie lange das ungefähr dauert. Jetzt ist hier die Datei, und zwar als MP4. Herzlich willkommen zu einem. Ihr seht, das hat wunderbar funktioniert. Und meiner Meinung nach ist das einfach ein tolles Programm, mit dem ihr diese Aufnahmen konvertieren könnt. Das war jetzt mal ein kürzeres Video, aber ihr könnt gerne noch ein längeres Video von uns anschauen. Hier habe ich euch erklärt, wie man einen Greenscreen richtig verwendet. Hier habe ich euch erklärt, wie man mit 5 Tricks in Final Cut Pro schneller arbeitet. Hier könnt ihr nochmal unseren Kanal abonnieren und ansonsten tschüss.